LeBron James hockte mit nacktem Oberkörper vor seinem Spind. Der muskelbepackte Superstar der Cleveland Cavaliers, meist nur King James genannt, wurde plötzlich ziemlich demütig. Sein Sprung auf eine Stufe mit dem großen Michael Jordan schien selbst dem Ausnahmekönner ein wenig unheimlich. Der 33-Jährige zeigte sich im Kabineninterview nach dem 118:105 bei den Charlotte Hornets, seinem 866. Spiel in Folge, mit einer zweistelligen Punkteausbeute, überwältigt: "Ich weiß gar nicht, wie mir das gelungen ist. An alle meine Teamkollegen in Zen-Spielen, meine Trainer, alle, sie haben mir Möglichkeit gegeben, das zu schaffen." Historisch: Michael Jordan gelang die Serie zuletzt einen derartigen Sensationslauf, hatte zuletzt der große Jordan von 1986 bis 2001 hingelegt. Auch für James ist der frühere Star der Chicago Bulls noch immer quasi ein Heiliger: "Jedes Mal, wenn ich in einem Atemzug mit Mike und den anderen großartigen Jungs genannt werde, weiß ich, dass ich richtigen Dinge tue." James hatte seine Serie am 6. Januar 2007 begonnen und stellte Bestmarke ausgerechnet in Jordans Wohnzimmer mit einem krachenden LOOP ein. Der 55 Jahre alte Jordan ist Eigentümer der Hornets. LeBron James, ein Spieler der Superlative. Bei James gehen den Experten immer mehr Superlative aus. 41 Punkten, 10 Rebounds und 8 Assists rief der bullige Flügelspieler gegen Hornets einmal mehr sein ganzes Leistungsspektrum ab. "LeBron James hat das Spiel als Wunderkind verändert", schrieb ESPN. Weitere Meilensteine sind in Reichweite. Im Januar hatte der dreimalige NBA-Champion als jüngster Spieler der Historie Marke von 30.000 Karrierepunkten erreicht. In der Statistik folgte auf Rang 7, 30.855, dem deutschen Superstar Dirk Nowitzki und 30.157. Jordan ist mit 32.292 Punkten Vierter. More to come. James wähnt sich derzeit in der womöglich stärksten Form seiner großen Karriere. Im Vergleich mit früheren Spielzeiten fühlt er sich nun noch mehr als kompletter Basketballer. Statistiken sind für ihn dabei gar nicht der ganz große Antrieb. "Meine Motivation ist Liebe für das Spiel. Und doch sind ihm persönliche Auszeichnungen durchaus wichtig." Viermal ist James, der mit den Cavs Rang 3 in der Eastern Conference belegt, bereits zum MVP, zum wertvollsten Spieler der NBA, gewählt worden. Und dürfte er abstimmen, würde er in der Saison das Kreuzchen bei sich selbst machen, räumte Nummer 23 der Cavs jüngst ein. Falsch wäre seine Wahl mit Sicherheit.